Können wir über das die Abstimmung zum transsexuellen Gesetz reden? What the fuck just happened? Ich bin einfach so unfassbar wütend und enttäuscht. Noch nicht mal so enttäuscht, eigentlich bin ich noch nicht mal überrascht. Eigentlich will ich nur über die Situation von Leuten, die trans sind, in Deutschland reden. Speziell aus meiner Perspektive. Ich bin non-binary trans. Ich bin genderfluid. Wir werden nicht anerkannt. Uns gibt es gar nicht. An irgendeinem Punkt hat Deutschland, die deutsche Regierung, das dritte Geschlecht eingeführt. Das kann man übrigens nur machen oder angeben. Das heißt übrigens divers. Aber das geht nur, wenn man intersex ist. Das zählt nicht für Leute, die nicht intersex sind. Und dann kam daraufhin die Beschwerde, dass sowieso wenig Leute diese Möglichkeit in Anspruch nehmen würden. Das liegt vielleicht daran, dass es nur für Leute ist, die intersex sind. Und selbst das, es ist das Mindeste, diese Option anzubieten. Aber die Tatsache, dass man als Transperson einfach immer noch durch diesen unfassbar unmenschlichen Prozess durchgehen muss, um eine Namens- und Personenstandsänderung zu erwirken, um Hormontherapie zu erhalten, um irgendwas zu bekommen. Und wenn du nicht binary trans bist, ist es halt einfach nochmal schwerer, weil welcher Arzt bestätigt mir, dass ich trans genug bin, wenn ich mich ja noch nicht mal auf ein Geschlecht festlegen kann? Wie soll ich denn beweisen, dass ich nicht das Geschlecht bin, als dass ich geboren wurde, wenn ich etwas bin, was nicht dem entspricht, was sie erwarten? Und die Tatsache, dass uns die SPD so in den Rücken fällt, ist einfach das Allerletzte. Die Tatsache, dass selbst bei der Abstimmung die von der Grünen und FDP vorgebrachten Abstimmung noch nicht mal die Mehrheit in der Partei dafür stimmt. Die Tatsache, dass wir ein transsexuellen Gesetz haben, was seit 40 Jahren besteht und vom Verfassungsschutz als verfassungswiderrechtlich bestätigt wurde und wir tun einfach nichts dagegen in der Politik, weil Transleute einfach scheißegal sind. Am schlimmsten finde ich die Tatsache, wie rückgratlos und erbärmlich die Wahl von der SPD war. Ich kann nicht ausdrücken, wie verletzend und falsch und menschenverachtend das ist. Und ich möchte ehrlich gesagt nie wieder was mit irgendwelchen SPD-Wählern zu tun haben, weil ihr solltet es besser wissen. Ja, ich bin einfach nur pisst. Ich bin einfach nur so wütend und die ganze Situation ist so scheiße. Und jetzt kommt das noch dazu. Klar, die Welt hat größere Probleme als Transrechte. Ja, aber vielleicht für diese eine Transperson, die eventuell gerade über Suizid nachdenkt, wegen eurer Abstimmung. Vielleicht für diese eine Person gibt es nicht wichtigere Dinge als Transrechte. Vielleicht ist es für euch ganz normal, als Cis-Person alle Rechte zu haben. Aber wie unnormal ist es bitte, dass Cis-Personen über Transrechte abstimmen? Ja, ich bin einfach extrem wütend und ich weiß halt auch echt nicht mehr weiter. Und ganz ehrlich, ich will kein SPD-Fahrzeug auf irgendeinem CSD sehen. Nie wieder. Nicht nach dieser Abstimmung. Ihr hättet das Ruder rumreißen können und ihr habt es nicht getan. Ja, lasst mir Kommentare da oder so, was ihr dazu denkt. Ich kann einfach nicht mehr.